Das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal beginnt bei Rheinkilometer 526 in Bingen und Rüdesheim und endet bei Koblenz mit dem Flusskilometer 593. Diese einzigartige Natur- und Kulturlandschaft lockt jährlich zahlreiche Besucher aus der ganzen Welt in die Städte und Gemeinden beidseits des Rheins. Ein großes Erlebnis ist eine Schiffstour durch das obere Mittelrheintal, 67 Kilometer, die es in sich haben. Dieser Bereich wird vielfach als der schönste Teil des Rheins zwischen den Alpen und der Nordsee bezeichnet. Hier gibt es weltweit die meisten Burgen und Schlösser, perfekt umrahmt von steilen Weinbergen. Romantische Ecken auf Schritt und Tritt. Das Mittelalter lässt grüßen. Sie sind immer auf Achse, die Welterbe-Gastgeber. Wer liebevoll bekocht, herzlich betreut, sanft gebettet und rundum gut informiert sein möchte, der kehrt bei den Welterbe-Gastgebern ein. Herrliche Ausblicke genießen und dabei auf hohem Niveau wandern, das geht bestens auf dem Rheinsteig. Er ist der Star unter den Premium-Wanderwegen in Deutschland. Und hinter jeder Ecke lauern neue Überraschungen, wie der Vini Torres. Er hält erfrischenden Riesling für müde Wanderer bereit. Danach kann man sich gerne in den Hütten oder Pavillons ausruhen und Ausblicke und Wein genießen. Auf dem neuen Rheinburgenweg wird auf sagenhaften Wegen gewandert, mit schönen Aussichten und tiefen Einblicken ins Welterbe. Das geht auch zusammen mit den Welterbe-Gästeführern. Sie bieten Führungen durch die Geschichte an. Ständiges Bergauf und Bergab macht natürlich hungrig und durstig. Jetzt gilt es, sich in den Restaurants zu stärken und Weine der Region zu verkosten. Das Tal der Lorelei ist reich an Kulturschätzen und einzigartigen Landschaften. Ein Welterbe in Rheinkultur. Die Lorelei zieht bis zum heutigen Tag Menschen aus allen Himmelsrichtungen an. Der Mythos Lorelei, in Kunst und Literatur verewigt, wirkt nach. Im Lorelei-Besucherzentrum findet man darüber viel Wissenswertes. Seit über 70 Jahren ist die Lorelei-Freilichtbühne ein Magnet für Musikfreunde von Pop, Rock und Jazz und vielen anderen Musikrichtungen. Auf dieser großen Freilichtbühne spielten schon Bands wie U2, Bab, Santana, Sting, Joe Cocker und selbst Folk findet seinen Platz. Unterhalb der Lorelei befindet sich der Rheinkilometer 555. Er ist zugleich die Mitte des Welterbes. Fähren gibt es schon seit Jahrhunderten. Sie sind das Bindeglied zwischen den Ufern des Rheins. Klostergärten, Kirchen und Wallfahrtsorte in schönster Lage laden im gesamten Welterbetal zum Verweilen und zur inneren Einkehr ein. Radfahren und Radwandern ist am Rhein eine echte Freude. Wassersport ebenso. Hier, im oberen Mittelrheintal, bildet der Rhein eine der schönsten und größten Flussschleifen Europas. An den Steilhängen wird seit der Römerzeit Wein angebaut. Der edle Riesling gedeiht hier hervorragend und ist der Star unter den Traubensorten. Weine aus dem oberen Mittelrheintal werden weltweit hoch geschätzt.
Gäste aus allen Kontinenten schauen hier ständig vorbei. Burgen und Schlösser locken, natürlich auch die Welterbe-Rose, Zauber der Lorelei. Strände und Strandkörbe gibt es auch im oberen Mittelrheintal mit seinen fast mediterranen Temperaturen. Und gleich nebenan, wo die Lahn mündet, zeigt sich der romantische Rhein wieder von seiner besten Seite. Die Ritterzeit scheint zum Greifen nahe. Und gegenüber gibt es romantische Schlösser zu bestaunen. Bei Rheinkilometer 593 endet das Welterbe. 67 Kilometer, die es in sich haben. Es gibt hier jede Menge zu erleben im oberen Mittelrheintal, wo auch Nahe, Lahn und Mosel in den Rhein münden. Eine der schönsten Flusslandschaften in Europa gilt es zu entdecken. Und ganzjährig gibt es noch hunderte von außergewöhnlichen Veranstaltungen mit dazu. Zu den ganz großen Erlebnissen gehören die brillanten Feuerwerke von Rhein in Flammen, die im gesamten Welterbetal in vielen Städten über Monate hinweg stattfinden. Diese zählen zu den schönsten in Europa. Lust auf mehr? Schauen Sie gerne auf unser informatives Internetportal www.welterbe-mittelrhein.de. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie.